Heute erklären wir das Spiel zum Film Die Olchis. Hallo! Gemeinsam mit den Olchi-Kindern suchen wir nach feinen Fischgräten, krötigen Pantoffeln und knackigen Batterien. Sobald drei Karten des gleichen Abfalls offen liegen, gilt dieser als eingesammelt. Beim Müllsammeln passen wir gut auf, dass wir nicht versehentlich einen Gutschein für das Wellnesshotel einsammeln. Denn dann heißt es, ihr geht ab in die Badewanne und das kostet wertvolle Zeit. Bis 12 Uhr haben die Olchis Zeit, die Kleinstadt von dem üblen Geruch zu befreien, den der Müll verströmt. Denn dann beginnt die Bürgerversammlung, auf der über die Zukunft der Olchis entschieden wird. Schaffen wir es, auf alle Abfallkarten Olchi-Chips zu legen und zu gewinnen? Los geht's! Jeder kann zum Ziehen der Würfelpunkte ein beliebiges Olchi-Kind nehmen. Wir dürfen waagerecht und senkrecht ziehen. 2, 1, 2. Rötige Kartoffel. 1, 2. Feine Fischgräte. Oh, die Uhr. Ich drehe den Zeiger der Uhr eine Stunde weiter auf die nächste Zahl. 3. Dann laufe ich jetzt mit Messi 3 Karten weiter. 2, 3. Feine Fischgräte. 2, ich laufe mit Motte weiter. Erst einmal wird die Pantoffel-Abfallkarte, auf der Motte steht, wieder umgedreht. Oh, feine Fisch. Feine Fischgräte. Super krötig. Wir haben diesen Gegenstand eingesammelt, da alle Olchi-Kinder auf dem gleichen Gegenstand stehen. Jetzt legen wir auf alle drei Fischgräten Abfallkarten jeweils einen Olchi-Chip. 2. Ich krabbele mit dem Baby 2 Kartenfelder vor. Oh je, der Wellness-Gutschein. Jetzt muss ich in den Wellness-Tempel, der die gleiche Hintergrundfarbe hat wie das Olchi-Kind, also in den gelben. Wir müssen sofort das Olchi-Baby aus dem Wellness-Hotel befreien. Es mag doch nicht baden. Dafür müsst ihr auf meine Wellness-Tempel-Karte oder über sie hinausziehen. Jetzt bloß nicht die Uhr würfeln, sonst haben wir verloren. 1. Wo waren die Pantoffeln? Genau unter dem Olchi-Baby. Ja, gut! Ober-Olchig! Auf allen Abfallkarten liegt ein Olchi-Chip, bevor der Zeiger auf der 12 steht. Gemeinsam haben wir das Spiel gewonnen. Und die Olchis können im Schmuddelfink bleiben.